Zeit, Leute, willkommen zum heutigen Video. Ich habe ja noch einiges nachzureichen und zwar sind wir ja jetzt hier wieder auf dem Account. Ich werde euch in diesem Video endlich die Helden zeigen, dann werde ich euch die neuen Sets zeigen, weil ich habe den Account umgebaut und ich mache kein auf Geheimnistour, sondern ich werde euch sagen, wie viel Prozente dieses Set dann bringt und was für Prozente dieser Account hat und wir schauen uns seine Truppmannzahl an. Das alles in dem Video, ich versuche mich heute mal kurz zu fassen. Ich will euch dann auch nochmal die Juwelen in den neuen Ausrüstungsteilen, neuen in Anführungszeichen, zeigen, damit ihr auch wisst, ja okay, das ist da drin, das ist da drin, da ist noch Luft nach oben. Ich versuche mich heute mal kurz zu halten, ja, 12 Minuten habe ich mir so als Ziel gesetzt für dieses Video. Wenn ihr dieses Video seht, ist der Livestream wahrscheinlich schon online. Ich werde heute, das ist der 10.8., also Freitag, so circa von 22 Uhr bis 24 Uhr streamen auf Twitch, Link in der Beschreibung, wenn ihr Bock habt. Und jetzt legen wir mal direkt los, Leute. Schon mal vielen, vielen Dank für die ganze Resonanz auf dem Video, was gestern rauskam, ist schon wieder so heftig wie das Video von Wallbreaker. Deswegen war ich auch motiviert, jetzt hier direkt um, wir haben 19 Uhr, wieder das nächste Video zu machen und keine Ahnung, wann das dann online kommt, 21 Uhr oder so, aber ist ja auch egal, ich bin motiviert. Wir fangen mal hier bei den niedrigen Helden an. Wir haben ganz, ganz viele Pay-Helden, ja? Die sind zwar hier alle niedrig, aber zumindest schon mal angefangen zu kaufen. So, wir haben hier 3 graue, 4 grüne. Ich denke mal, das ist für euch jetzt nicht so interessant. Wir fangen mal mit dem blauen an, um euch uns auch mal anzugucken, wie viele Medaillen haben die denn, bis die lila sind. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel 90 von 100. Der gibt uns, oder beziehungsweise die gibt uns, die Traumhexe, Trainingstempo, Armeeangriff und Armeetrefferpunkte. Na, Trainingstempo ist ein dauerhafter Boost, Permanentboost, beziehungsweise Verwaltungsboost. Bei Begleitern heißt es, glaube ich, permanent, deswegen war ich jetzt etwas verwirrt. Aber die Kernaussage ist dieselbe, der Boost zählt nur, wenn man den Held besitzt. So, und ja, da fehlen zum Beispiel nur noch 10, dann ist der schon auf lila. Hier haben wir die Fatale, da haben wir den gerade auf blau. Erhabener, 25 von 100. Ich will euch jetzt nicht damit nerven, was die alles machen. Ich kann die ja immer mal kurz zeigen, aber an sich kann sich ja jeder die Helden angucken, wenn die im Shop sind, dann weiß man auch, was die machen. Geschichtsweberin wird wahrscheinlich sowieso die meisten kennen. Hier haben wir 40 von 100. Dann Berserkerin, dasselbe wie Geschichtsweberin. Hier haben wir auch gerade erst auf blau gekriegt. So, und jetzt kommen wir mal langsam zu dem Bereich, wo es interessant wird. So, den dunklen Anhänger, da haben wir schon die Hälfte, dann ist der bald Gold. Ist jetzt aber allerdings kein Angriffsheld, ja, also den nutzt man nicht für Angriff, sondern den hat man einfach nur, um sein Forschungstempo zu boosten und sein Trainingstempo zu boosten. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt gewillt bin, weiter 5-Euro-Pakete zu kaufen. An sich will ich mit diesem Account ja Readys machen und da bringt mir der dunkle Anhänger nichts, auch wenn dieses Trainingstempo natürlich geil ist, aber wir werden uns gleich die Truppen angucken und dann werdet ihr sehen, dieser Account wird wahrscheinlich nie Truppen pushen mehr. Außer wenn ich wirklich so ein Bauer bin und mal schlafen gehe ohne Schild und nicht ungeskillt bin und der dann genullt wird, dann werde ich natürlich Truppen pushen müssen. Aber wenn das passiert, werde ich mich, glaube ich, selbst erschießen. Ja? Bevor es dann Michelle und Sammy machen können. So, hier haben wir 40 von 150. Vika, übrigens auch ein guter Held fürs Kolosseum. Aber auch nur ein Held, der ja, für die, wie nennt man es, für die Burgboosts sind, also für Trainingstempo, Forschung und Bautempo, also kein Held für Angriff. So, die ganzen Free-to-Play-Helden, der Account hat alle Free-to-Play-Helden, die es gibt, auf Gold. Ja, die brauche ich euch jetzt nicht alle vorstellen. Den ersten Pay-Helden, den wir hier auf Gold haben, ist der große Kerl, aber ich denke mal, das hat sich jeder gedacht. Ja, ein Infanterie-Held. Den zweiten Pay-Helden, den wir hier auf Gold haben, beziehungsweise jetzt seht ihr schon alle, wir haben die Meeressängerin, die auf Gold ist. Natürlich sehr, sehr geil. Gerade falls dieser Account wirklich mal gerallied werden sollte oder in irgendein Königreich eine Quad-Rally oder eine Sechsfach-Rally abkriegt, sind solche Helden auf der Mauer natürlich einfach Gold wert. Ja? Und natürlich ist die Meeressängerin hier auch auf der Mauer. Natürlich auch ein sehr, sehr geiler Held, wenn man Mix in einem Fest gammelt, weil alle drei Sachen geboostet werden durch die Armee-Boosts. Einfach geil, diesen Held zu besitzen. So, zusätzlich haben wir dann auch noch den Beobachter, der natürlich auch Armeeangriff und Armeetrefferpunkte hat, der aber kein Payheld ist, ist mir klar, beziehungsweise manche bezeichnen den als Payhelden, manche nicht. Man kann ihn wirklich Free-to-Play erreichen. Man sieht es ja an meinem Main-Account, ja.
Den habe ich auch, also den hätte ich schon längst auf Gold haben können auf meinem Main-Account, wenn ich da nicht so dumm forschen würde. Da fehlen mir jetzt, glaube ich, noch 90 Medaillen oder so. Also den kann, das ist natürlich sehr, sehr zeitintensiv, ne? Aber es ist möglich. Und dann haben wir noch die Sturmfüchsin, auch Trainingstempo. Also ihr seht schon, dieser Account hat, glaube ich, wenn wir nur Herrenhäuser bauen und einen 20% Trainingsboost anmachen und dann die ganzen Trainingsbooste noch von den Helden. Also mit diesem Account kann man bestimmt auf 560, 580% Trainingstempo kommen. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, ich werde es wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht ausprobieren, aber richtig krass, wie viele Helden der hat, die dauerhaft Trainingstempo einfach mal hoch machen. Ja, die Sturmfüchsin auch, Armeeangriff und Armeetrefferpunkte. Also wir haben hier eine ziemlich geile Mauer, das können wir uns ja auch mal gerne angucken. Nicht Mauer reparieren. So, wir haben hier nur Helden, die Armeeangriff geben, was echt sehr, sehr geil ist. Also den Account, ja, wäre schon geil, mit diesem Account mal ein paar Rallyes abzukriegen, aber ich bezweifle, dass der gerallied wird. Jetzt schauen wir uns mal die Truppen an, bevor wir dann zu dem wahrscheinlich interessantesten für euch kommen, und zwar die Sets. Oh, ich bin schon bei 6 Minuten. Mal ein bisschen Gas geben, Marcel, hier. So. Truppen. Wo ist Kaserne? Hier ist die Kaserne. Wir haben, ich zeig's mal so, denke ich, ist am besten, 1,5 Millionen Heldenkämpfer, 2 Millionen Heldenkanoniere und 2,1 Millionen alter Drachen. Also, ja, Pi mal Daumen, fast 6 Millionen T4. Dann haben wir 5 Millionen Königskavallerie, 3 Millionen Königsgarde und 10,9 Millionen Heckenschützen. Also Pi mal Daumen haben wir hier fast 20 Millionen T3. Wobei ich hier aber sagen muss, 3 Millionen Königsgarde, ja, ich weiß nicht, ob das so nützlich ist. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich irgendwann mal deffen muss, sowieso in Infanterie Phalanx deffen. Und ja, da ich sowieso mit diesem Account ein bisschen mit der Macht runtergehen will, mit ein bisschen, Leute, jetzt nicht direkt Angst kriegen, also ich werde jetzt nicht auf 800 Millionen runtergehen, aber so auf 930, 920 Millionen, damit es ein bisschen billiger ist, die Königreiche zu wechseln. Ich denke mal, da werde ich dann so 1,9 Königsgarde zufällig mal durch Angriffe verlieren. Ja, ich werde die nicht entlassen, sondern ich werde einfach viel angreifen gehen und dumm angreifen gehen, aber das mache ich ja sowieso immer. Ja, und dann vielleicht noch ein paar Ja, ich weiß nicht, die Königskavallerie kann man eigentlich gut gebrauchen. Ja, ist schwierig zu entscheiden, aber auf jeden Fall haben wir hier 27,7 Millionen Truppen. Das ist natürlich schon eine krasse Anzahl. Und geil sind natürlich hier fast 6 Millionen T4. Schönes Ding. So, und jetzt kommen wir zu den Prozenten. So, wir schauen uns jetzt erstmal die einzelnen Teile an. Ich denke mal, jeder, der ein bisschen sich schon mit Sets beschäftigt hat, wird sofort auf den ersten Blick erkennen, dass dieser Account von Infanterie Fernkampf auf Infanterie Kaff umgeskillt, sage ich mal, oder umgebaut wurde. Umgebaut ist das richtige Wort. So. Jetzt haben wir hier zwei blaue Teile. Ja. Wir haben jetzt einmal die Prüfung des Sturms, Infanterie Kaff, 39% Infanterieangriff und 34% Kavallerieangriff. Dann haben wir Flammenpanzer, 45% Infanterieangriff, 50% Kavallerieangriff. Also ihr seht schon, da ist eigentlich, das ist schon ziemlich geil. Ja, also da, ihr seht, da bin ich am Grinsen, so, weil ich bin nur meinen Account gewohnt und es ist einfach nur krass. 55% Infanterieangriff, 45% Kavallerieangriff. Dann sind wir beim Eisdrachen Großschwert, das wahrscheinlich schwächste Glied. Da sind wir bei 45% Infanterieangriff und 40% Kavallerieangriff. Wir haben auch ein Full-Fernkampf-Set, was wir uns gleich angucken werden. Hier haben wir ein Champions-Teil. Das habe ich natürlich auch ein bisschen für Show geschmiedet. Ich hätte da auch die Winterhandschuhe auf Gold reinmachen können, aber irgendwie hatte ich Bock auf dieses Champions-Teil. Lampe des Kriegers, Infanterieangriff 36,5%, Kavallerieangriff 34% und da kann noch ein weiteres Juwel rein. Ja, also wir haben noch Luft nach oben. Ich glaube, ich habe irgendwo auch ein lilanes Kaff-Juwel noch drin. Das heißt, da fehlen dann auch nochmal 8% Kavallerieangriff. Ich weiß aber nicht, wo das ist oder ob ich mich da vertan habe. Auf jeden Fall ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ihr seht, hier fehlt auch noch ein Juwel. 36% Kavallerieangriff, dann 20% Infanterieangriff. Ja, die sehen jetzt alle gleich aus im Prinzip. Benutzt, ja, okay. Hier haben wir noch ein Säbelzahnjuwel drin.
auch 36% Kampfangriff. Und bei den anderen haben wir ein Gargantua-Juwel drin, auch zwei goldene. Da kann ich auch kurz zeigen. So. Und jetzt wird es natürlich interessant. Was für Prozente kommen denn da am Ende raus? Hier haben wir sogar 41% Cavalry-Angriff, dadurch, dass das Gargantua-Juwel da drin ist. So, wir haben endgültig dann 518% Cavalry-Angriff und 489% Infanterie-Angriff. Das wird aber nicht so bleiben. Ja, ich werde noch zwei Terror-Juwelen, zwei lilane reinpacken, dann noch eine Forschung beenden. Der hat ja noch gar nichts von den neuen Forschungen gemacht, weil natürlich will ich bei diesem Account beides über 500% kriegen, weil es sieht einfach 10-mal geiler aus. Also endgültig wird es dann, denke ich, darauf hinauslaufen, dass wir 503% Infanterieangriff haben und ja, vielleicht kriege ich noch ein lilanes Gargantua-Juwel hin, mal gucken. Also dann so 523% Cavalry-Angriff. Also 503% in, 523% Cavalry-Angriff. Darauf wird der Account so hinauslaufen. Ist, denke ich, nicht verkehrt, oder Leute? Also das ist schon heftig. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte so mit 480 jeweils gerechnet, was ja auch schon heftig ist. Aber damit bin ich mehr als zufrieden. Und damit kann man, denke ich, auch ein paar geile Rallys machen. Trotz, dass zwei blaue Teile drin sind. Und ich habe mich nicht lumpen lassen und auch ein Full-Fernkampf-Set erstellt. Da seht ihr, da ist noch richtig Luft nach oben. Ich habe auch noch ganz viele Düster-Juwelen, aber leider keine Gems mehr, um Juwelen zu switchen. Oh fuck, ich bin schon bei 12 Minuten. Egal, das reden wir jetzt hier noch zu Ende. Ja, also das Full-Fernkampf-Set, das gilde ich jetzt nicht extra um, weil ich bin ziemlich rar, was Gems angeht. Und die Gildenmünzen, die brauche ich für die nächste Siedlungsrolle, deswegen skill ich jetzt nicht um. Da müsst ihr mir einfach mal vertrauen. Full Fernkampf kommt dieser Account auf circa 530%. Ja, Full Fernkampf. Ist auch nicht verkehrt. Ne? Ist ja im Prinzip nur das Nebenset. Ja? Das werde ich wahrscheinlich größtenteils nur für Dunkelnester nutzen. Aber wie gesagt, nicht verkehrt. Oder wenn jemand mal wirklich zu 80% aus Kavallerie besteht, was aber ziemlich unwahrscheinlich ist. Und ja, und hier fehlen auch noch richtig viele Juwelen, ihr seht das ja. Einfach nur geil. Also ich bin mehr als zufrieden, wirklich. Ich bin absolut zufrieden mit diesem Account. Dass es so geil wird, hätte ich nicht gedacht. Also vor allem mit den Prozenten bin ich sehr zufrieden. Ja, und über Truppen muss man nichts sagen. Und die Forschung, da habe ich so viele Speed-Ups, hat mir der Vorbesitzer dagelassen. Da können wir locker auch nochmal 20 Millionen Forschungsmacht draufpacken. Da geht auf jeden Fall einiges. So. Das war jetzt, habe ich auch wirklich alles eingehalten, jetzt wisst ihr alles über den Account, ich hoffe euch gefallen die Sets, jetzt geht es daran die auszuprobieren, ja. Also morgen habe ich ja gesagt, will ich ein Kriegsvideo rausbringen, ich denke mal, das werde ich auch hinkriegen. Das Video ist ja jetzt quasi nur ein kleiner Bonus, weil ich gestern was vergessen habe, wobei ich es nicht wirklich vergessen habe, ich wollte einfach nur nicht das Video zu lange machen. Und ja, jetzt habe ich euch genug vollgelabert, denkt an den Livestream heute, vielleicht sehen wir uns heute Abend nochmal, vielleicht werde ich auch ein bisschen mit diesem Account angreifen gehen. Ich will aber nichts versprechen. Aber vielleicht bis heute Abend, Leute. Viel Spaß beim Lords Mobile zocken und haut da rein. Ciao.